Gut. Ich würde gerne kurz nochmal erklären, welche Bewandtnisse das hat mit dem Beginn, den wir hier immer wählen. Das, was ihr jetzt gerade immer schon macht und das wir gleich in die Klasse rein fortsetzen, dieses Einpendeln in die Faszie, nicht? Dieses sehr intuitive Bewegen und den eigenen Raum erstmal überhaupt ausloten hier. Vieles, was ich hier mache, kommt aus der näheren Erfahrung, oft mit Einzelpersonen natürlich, ja. Und ich habe zum Beispiel eine Klientin, die sehr, sehr gut, sage ich mal, im Leben steht, was in Deutschland heißt, die arbeitet viel, ja. Und wenn ich mit der das nicht mache, hier zum Beispiel, diese Sache, dass wir uns am Anfang Zeit lassen, manchmal kommt die mit so einer Bewegung rein, dass sie mich ansteckt und dann komme ich gar nicht selber zur Ruhe. Und dann ist das mit dem Sensing sehr schnell manchmal irgendwie zur Seite. Ja. Dann ist sie aber in der Dauergefahr, dass sie sich bei den ersten komplexen Sachen oder gar nicht mal so komplexen Sachen sofort irgendetwas in den Körper reinzieht und dann für den Rest der Stunde es nur noch Massage gibt. Ja. Wenn wir aber den Beginn so starten, dass wir sagen, wir nähern uns dem Körper erstmal auch mit Kleinstbewegungen oder mit einer gewissen Ruhe, die nicht nach der komplizierten Form sucht, wenn wir also erstmal einschwingen, dann passiert das nie. Dann ist das noch nie passiert, dass sich der Muskel im Rücken oder irgendwo so kontrahiert hat, dass plötzlich große Schmerzen aufgetreten sind. Ja? Also ich will daran festhalten, dass wir diese ersten 5 bis 10 Minuten sehr frei gestalten. Ja? Und ihr den Übergang von eurem privaten Bewegen auf der Matte, auch vor der Klasse, in die Klasse hineingleiten lasst, sozusagen, wie ein ganz fließender Übergang. Ja? Und euch wird mit der Zeit immer intuitiv klarer, was man denn so machen kann hier in so einem Sitz. Ja? Wenn ihr die Beine voreinander habt und guckt, wie die Wirbelsäule, das Becken in eine Bewegung kommt und wie dabei die Knie zum Beispiel involviert sind. Ja? So, it's a very different thing how we start in sensing yoga with an intuitive and small movement. And there are good reasons for that to connect deeper to what you are doing and to your body before we go far out into more complex things. Yeah? Just stay a bit in the sitting and try to give variations and that come into your mind. Yeah? You can rotate, for instance. When you rotate, it's always a thing that your greeting hand, die grüßende Hand, vielleicht in die Richtung zeigt, wo sie nicht hingehört. Ne? Ja, in die Gegenrichtung. Ja? Und du merkst sofort, dass vielleicht die Dehnung sich ergibt. Ja, an der Stelle, wo zum Beispiel dein Muskel oder deine Faszie trocken ist oder etwas kontrahiert ist. Ja, das. Immer gut, wenn du dann irgendwas anderes fixierst, dass jetzt nicht das alles mit darüber geht, ja, sondern dass du vielleicht one hand fixed. That one hand is fixed. Yeah, and you try to reach out as far as possible. And you keep the knee maybe down, or you pulse in between the hand and the knee. Yeah? And you have the push and pull possibility in the front hand. So, yeah? And then you can change this pattern, taking both hands, for instance, to the side. And a interesting thing here is to keep your pelvis rolling, maybe. Yeah, we'll have a stronger rotation
and you give some gentle rollings into the pelvis so that the pubic bone pushes against the heel. Ja, dass das Schambein gegen die Ferse drücken und einmal mehr zurück aufs Steißbein rollend. Ja, damit kriegst du eine schöne Manipulation in den unteren Rücken rein. Ja. Kannst du ein bisschen schneller machen, auch ein bisschen dynamischer. Ja. Dann vielleicht die Rotation noch mal etwas stärker andeuten. Ja, ja. Go as far as it is possible. Ja. Ja. Und du willst deine vorderen Rippen etwas mehr rauszeigen. Ja, nutze alle Möglichkeiten, wie du Expansion in die Faszie bekommst. Ja. Faszie deshalb, weil du dir vorstellst, dass der Gesamtkörper angesprochen wird, ja, dass du immer alle Stellen des Körpers merkst, deine Hände, deine Füße, dein Nacken, deine Achseln, deine Rippen, den Bauch, den unteren Rücken. Ja, so ist auch deine Bewegung beschaffen. You create a movement where you can feel the whole body involved. Ja, okay. Gut, ja, dann kommst du nochmal nach vorne, spürst nach, wie dein Rumpf jetzt funktioniert. Denkst du mal so ein bisschen an diese Diskus-Geschichte, ja, throwing out the discos far away. Ja, maybe you feel the range of the pulsing in the back. Ja, I take the right arm. But you can try to throw out with the left too. Maybe the discus flies another way. Directly into the net. Ja. Okay. Gut. Ja. Und dann hast du das wieder ein bisschen ausgeglichen mit der Flüssigkeit. You have balanced the liquids and you can go to the other side. Keeping movement forward, backwards, and try to move the ribs and the bones within the tissue, im Gewebe, tissue. Ja, dass du die Knochen durch das Gewebe hindurch schiebst auch. Ja, durch diese Beweglichkeiten. Mhm. Das. Ja. Nimmst immer wieder die Achsel, die vorne ist, mehr zur Seite raus. Ja? Als würde jemand an diesen Oberarm ja, nach vorne ziehen, sodass du Länge in den Rumpf bekommst. Wir wollen größere Menschen werden. Ja? Auch die schon groß sind. Genau. Genau. Schön lang und hoch. Genau. Raus aus dem Becken. Ja. Ja. Yeah, when I have been at Christmas with my relatives in my hometown, I have seen that most of the people get smaller and I get bigger. So, it's an interesting fact. Yeah? Okay. Oh, nochmal zurück. Sehr schön. Ja? Beweg das nochmal. Mhm. Spür rein. Ja? Ja? Nutze immer wieder Varianten der Rotation. Auch über das Bein hinüber. Du merkst, das kommt dir zu, wenn die Arme um dich herum fliegen, helikoptermäßig. Ja? Der Kopf bleibt dabei immer ganz entspannt, guckt eher in die Gegenrichtung vielleicht. Ja, das. Ja, über die Schulter, sodass du auch hier nochmal eine Dehnung hast. Ja, interessanter ist, wenn deine Augen auf das entgegengesetzte Knie gucken, als wenn der Blick mit nach hinten zieht. Ja, eher auf die Gegenseite zu schauen, die Augen mal weit in die Winkel zu bringen. Ja, und hinten schiebst du dich ab. Gut. Okay, und dann kommst du auch hier nochmal vor. Sehr schön. Nimmst einmal die Hände um die Schulterblätter herum. Ja, also richtig weit herum. Ja, sodass du deine Schulterblätterkanten merkst. Ja, und dehnst hier ein bisschen. Ja, gehst auf, gehst ab. Ja, gehst ein bisschen nach vorn, runter, zur Seite.
Und so. Ja. Ein paar kreisende Bewegungen hier. Das. Oh. Genau. Gut. Schön tief. Bleib ruhig mal irgendwo. Ja. Pendel von einem Knie zum anderen. Lass den Kopf mitgehen in die Gravität. Let yourself fall into gravity. Reconciling with gravity. Yeah. Yeah. Increasing the length of a person is not a contradiction with reconciling to gravity. Gut. Okay. Löst du das nochmal? Sehr schön. Bringst beide Arme nach oben weg. Ja, rechts, links. Du spürst in die Länge rein, vor allem der Seite. Ja, guckst mal, wie weit hoch. Greifst mit entspannter Hand. Ja, einfach mal rauszugehen. Genau. Ja, und auch zur Gegenseite. Ja, it's more about to awake a feeling of yourself than to do exercise. Yeah? You try to enter. Maybe you give the one hand out and you push a bit more into the ribs. Yeah, let your head release a bit more. Release and play with the stretch in the neck. Yeah, it's your time for playing. Good. Yeah, okay, and change once more. Yeah, stretch out. Try to find in between the ribs. Yeah, that's it. Yeah. Und schief sich noch mal ein Stückchen aus der Standhand. Du kannst die Oberhand auch dann entspannt lassen, weil es geht dir mehr um diese Sache als um die Streckung des Armes. Ja, okay. Ja, dein Becken bleibt in einer leichten Bewegung. Schau mal, wo ist es gut? Hängst du zurück? Gut, okay. Und sehr schön. Und dann kommst du noch mal rein. Sehr gut. Sehr schön. Stell dich ein bisschen weiter zurück. Ja. Ja, versuchst die Schulterpartie hier oben etwas mehr zu öffnen, bringst die eine Hand mal noch mehr zurück, ja, sodass sie hinter dich fast ins Zentrum läuft. Ja, so, du drehst also nicht den Rumpf komplett, sondern mehr die obere Partie etwas mehr zur Seite. Ja, die andere Hand bleibt außen, genau. Oh, ja, und dann nochmal zur Gegenseite. Das hilft halt, du läufst also mit der stehenden Hand hinter dir rum. Yeah, you walk around, but you don't want to turn the full spine. Yeah, it's more about the upper part that you experience here. Yeah. So, yeah, maybe you can even keep the torso a bit more forward directed, but the shoulder is moving. Yeah. Okay. Good. Right. Lass das auch nochmal raus. Sehr schön. Streck die Arme nochmal nach vorne, mach den Rücken rund, als würdest du dich hinrollen auf den Boden. Ja, das. Lass den Po mal richtig runterrollen zum Steißbein und lass den Bauch ganz weich nach innen. Gut. Und wenn du jetzt die Arme nach oben nimmst, kommst du wieder hoch. Öffnest. Ja, schiebst dich raus. Genau. Wunderbar. Ja, und gehst nochmal nach hinten weg. Lässt den Kopf los. Gut, und öffnest nochmal nach oben. Ja, gut, noch einmal. Und auf deine Weise, versuch es organisch zu machen, dass du merkst, das eckt nicht irgendwo an, ja, oder es gibt keine komischen Kanten in der Bewegung, sondern es ist im Fluss. Ja. Because you are very connected to all the parts. Yeah, you can even have the idea to push something up with this hand. Yeah. Gut. Gut. Sehr schön. Wer hat den Lautsprecher? Gut. Das.
Gut, und dann nehmt ihr die Beine raus. Ja. Es geht um Länge und um Beweglichkeit hier in den Rippen. Okay. Ja, könnt ihr hier gerade euch aufrichten. Ja, das Becken ein bisschen nach vorne, die Brust hoch. Gut. Gut, und dann nehmt die Beine nochmal kurz andersherum herein. Die Füße nochmal gewechselt hier. Mhm. Gut. Okay. Und dann einmal, interessante Sache, ihr stellt einmal die Hand ganz dicht zu euch heran und lehnt euch mal ein bisschen dagegen. Ja? Als würdest du eine Wand haben hier und du dehnst ein bisschen in diese Hand hinein. Ja? Die steht ganz dicht angesetzt, genau hinter dir. Ja? Und versuchst ganz dicht an das Steißbein ranzudrücken und dann da drauf zu federn. Ja, try to pulse into the hand, so that the hand is going to liquidize itself. Ja? When you stand for 10 minutes in handstand, you need liquidized hands. Ja. Oh, gut. Ja? Und löse das schön nach. Dein Arm hat sofort ein Gefühl davon. Ja? Und auf der Gegenseite, schau, wie das geht. Ja, kommst du genau in die Mitte zum Steißbein. It's in the position of your tailbone, where you have contact to the tail. Ja, and you go very near to the body. Yeah, and then you try to stretch your arm. Yeah, and you lean a bit back with your body into the arm. Yeah, and we are just looking for sensing, for feeling of the movement. Ja, okay. Oh, gut, dann kommst du da auch nochmal raus. Sehr schön. Das. Bewegst die Handgelenke. Ja. Mhm. Die Handgelenke einmal auf die Oberseiten gepackt. Ja, zueinander. Genau. Dann die Hände einmal nach unten und zu dir gedreht. Ja, offen lassend. Ja, die Hände an der Stelle nach oben biegen. Ja. Dann nochmal zu dir. Ja, nach vorn. Ja, da öffnest die Hände mal richtig weit, dass die Unterarme anspringen. Ja, und entspannst das wieder. Rollst nochmal auf die Oberseite. Nimmst die Hände zurück. Deine Schulterblätter spielen hier eine Rolle. Merkst du das, wenn du das machst? Ja, hinten der Rücken. Kommt der mit bei der Aktion? Ja. Ist das organisch, auch wenn du es andersrum machst? Mach ruhig Übertreibungen. Ja. Was ist übertreiben eigentlich auf Englisch? Übertreiben? To be more expressive in your movement. Ja. Okay, gut. Mm-hmm. And then let this go. Ja. Yeah. You want to find by this into the torso. Yeah? It's not just that's doing hands movement. Okay, gut. Nehmt die Beine noch einmal raus. Ja? Schaut immer, dass die Bewegung den ganzen Körper erreicht. Dann wird es Faszien-Yoga, sonst ist es Physiotherapie oder so. Gut. Dann Beine zurück, wunderbar. Wir kommen nach vorn, vier Füßler. Ja. Ah. I want to see you. muss ich sehen. So schlimm ist nicht. Pass auf, wir kriegen das hin. Links, rechts. Ne? Okay. Ihr federt nach vorne und nach hinten. Mhm. Ja. Schiebt euch weiter auf die Füße drauf. Ihr sitzt fast im Heldensitz. Ja. Einmal richtig drauf. Ja. Der gestreckte Heldensitz hier nach vorn. Wunderbar. Ja, fühle deinen Rücken in einer leichten Kurve. You can feel a slight curve, a slight C curve in your back when you sit down deeply. Ja, let your neck be released. Gut. Und dann zieh die Hände nochmal an und komm ein bisschen mehr raus. Und you feel a kind of a S curve in the back. And you begin to push one hand in the floor and the other hand. Ja, in exchange. Right hand pushes. Left hand pushes. Yeah? Choose a direction of the push and you feel the consequences in the ribs.
Yeah, try to let the movement go through the body. Yeah, out of the hand, pushing the mat to the side. Yeah. Mm-hmm. Enjoy this morning movement of Rickeln. Mm-hmm. Okay, links, rechts. Auch mal ein bisschen weiter nach hinten drücken. Ja, versuche immer viele verschiedene Partien im Zusammenhang zu dehnen. Ja. Find the connections of your stretch. From the armpit down to the pelvis, maybe. Yeah. Go from side to side. Give some touchdowns to the heels. Touch down with your gluteal fold to the heel. Yeah. Good. Yeah. Don't forget the joints of the hand. Yeah. Walk around on your hand. Go a bit more forward. Yeah. And try to activate again the palm, the joints of the fingers, the base joints. Yeah. Yeah, the index finger, middle ring, and little finger. Yeah. Okay. Good. Yeah, then try to find a grip in the mat. Yeah, activate. Mm-hmm. Enter your body. Yeah. Okay, wunderbar. Gut, und dann stell die Füße einmal auf. Mhm. Und dreh beide Knie nach rechts fort und setz dich tief zurück. Einmal hier. Ja, öffne das rechte Knie etwas mehr nach hinten. Der rechte Fuß steht gut am Boden. Die Fußsohle hast du auch genauso im Blick wie deine Hände. Ja, die Fußsohle, die am Boden steht. Gut. Lass das Knie ein bisschen zurückfedern. Mhm. Und kommst nochmal zurück. Ja. Machst die Füße lang, federst zurück, federst nach vorn. All das ist notwendig, um sich nicht irgendwas reinzuzerren, wenn man dann andere Sachen macht. Ja, das gehört noch mit zu dem Sitz alles hier. Gut. Oh. Füße nochmal aufgestellt und beide Knie nach links fortgedreht. Hinteres Knie stehen lassen, zurückfedern, Hände stehen lassen. Schieb das weit zurück nach hinten. Ja, lass deine linke Achsel hoch. Die linke Achsel hebt an. Das. Und das Bein geht rückwärts. Ja, das. Gut. Oh, kommst wieder zurück in die Mitte. Ja. Nach vorn und nach hinten. Federe. Nutze den ganzen Range of Movement, den du hier hast. Nach vorn, bis es nicht mehr weitergeht. Mit den Handgelenken, ja, und nach hinten, bis es nicht mehr weitergeht auf den Füßen, ja. Schau, wie viel Platz hast du. Gut, das, sehr schön, ja. Und dann lässt du den rechten Fuß sich aufstellen und öffnest das rechte Knie zur Seite weg, mhm. Ja, und hebst deine rechten Rippen an, aus der linken Hand, die linke Hand pushes. Left hand pushes down into the mat and forward. And you give some pulsations into the flank of the body. Yeah, that's it. Okay, gut. Oh, lässt es wieder rund. Mhm. Gut, ja. Geht das mit dem Hüftgelenk leicht? Probier es nochmal kurz. Links, der rechte Bein. Auf und zu. Auf und zu. Aha. Das spielt auch zum Gluteus Maximus, zum großen Gesäßmuskel. Ne? Okay, und wieder runter. Fuß wieder lang. Linkes Bein, linkes Knie. Mhm. Etwas geöffnet, etwas nach hinten gefedert. Ja, ja, ja. Mehr aus der rechten Hand kommen lassen, die Sache. Die rechte Hand. Right hand pushes forward and down. Mhm. First down, then forward. And you lift the ribs. Positive. And your head, your eyes are in the right hand. Yeah. Yeah, and the left knee is open. Good. Oh, wunderbar. Ja, und kommst wieder zurück und öffnest das Knie noch mal so ein paar Mal auf und zu. Und schau mal, ob, wenn du die Bewegung machst, dein Rumpf in die Bewegung einspielt. Oder ob du nur dein Bein öffnest. Ist deine Wirbelsäule beteiligt oder nicht? Ist dein Kopf sogar beteiligt?
Ja, wenn du das Knie hochfährst, geht dein Kopf auf die rechte Schulter oder nicht? Mhm. We have a bit more speed, Rebecca. No, it's morning class. Just come. Yes. Good. Ja, yeah? Gut. Und dann nochmal gefedert nach vorne und hinten. Wunderbar. Weit nach vorne, weit nach hinten. Ja, yeah. Das. Sehr schön. Mhm. Gut. Stell die Hände noch einmal andersherum auf. Eine Hand. Ja, das. Ja, and you can lift yourself up in the spine again. This is when you create space in the discs. Yeah. Long forward and up. Yeah, you can give a gentle massage to the upper thigh if you like so, and using sense of touch for feeling, yeah, for lengthening. Good. Okay, oh. Ja, und dann lässt du die Hand vor, mhm. Und gehst mit der anderen nochmal zurück. Ja. Schau, wohin du die Hand stellst. Ja, alles möglich, sehr weit oder weiter bei dir. Und dann versuchst du auch hier nochmal Länge zu kriegen. Mhm. Ja, schön nach vorne und hoch. Gut, fehl das zurück. Drückst dich vom Bein ab nach vorn. Ja. Machst den Bauch lang. Du schiebst den Oberschenkel nach hinten. You are pushing the thigh back and giving space in the groins. Ja. Okay. Oh, linke Hand auch wieder raus und nochmal zurück. Entspann die Hände. Wunderbar. Mhm. Gut. Geh nochmal mit jedem Fingernagel in den Boden. Try to place the nail of the finger in the floor. Ja, index finger. Next finger, next finger, and next finger. Yeah, this. Just play around with bending the fingers until the edge. Yeah. This is what we want to do later when we come up again. When we come up here to use different positions of the finger to. In this jumping poses. Okay, gut. Ja, den Daumen auch gerne nochmal nach innen legen. Ja, wir gehen mal richtig schön rein. Mhm. Ja. Aha. Okay. Yeah. Yeah, we want to water the joints, all the joints of the body for energy flow. Okay, gut. Das. Und dann hast du die Hände klar und kommst mit den Knien hoch. Mhm. Schaust gerne mal zu deinen Füßen zurück. Machst den Zeh, den großen Zeh weit auf, weg von dem anderen. Ja, hast viel Platz. Mhm. Ja, der Zeh drückt in den Boden und alle anderen Zehen ein bisschen zur Seite. Ja. Gut. Schieb dich auf die Füße drauf. Ja. Ja, lass die Fersen immer noch mal ein klein bisschen vielleicht auch nach hinten versetzen sich, sodass du noch mal ein bisschen mehr Länge in ein Bein bekommst. Ja, setz ruhig einen Fuß weiter zurück. Step back with one foot after the other to have a more intense feeling in the calves. Ja, and you have energy in the Achillessehne. Achilles tendon. Ja. That's it. Ja. So hoch. Du schiebst den Po raus. Keine Gesäßfalte mehr. Genau. Gluteal fold is stretched. Gut. Okay. Ah. Come down. Wave your knees again. Wonderful. Sit down. Yes. Yes. Slide in and sit on your feet. Mm-hmm. Give some more massage to the joints of the feet. Yeah. Just give your weight from side to side. Yeah. Try to keep the torso up. Yeah. Maybe you have joy with movement. Mm-hmm. Yeah, you want to enter the self. Yeah. It's all preparation only for Shavasana, everything what we do. Yeah, that you can feel yourself completely in Shavasana.
that you get back yourself. Yeah. Interesting thing why we have lost the self. Okay, that's it. Gut. Feder noch mal etwas nach hinten. Ja, heb die Knie an. Ja. Gut. Ja. Greife noch mal mit der linken Hand um die rechte Ferse. Ja, greif ruhig mal rein hinten. Gut. Dreh noch mal ein bisschen. Ja. Kannst du mit der Hand also zwischen Po und Fuß packen? Genau. Kannst du mal unten rein mit der Hand. Mach mal anders. Ja. Ja, vor Oberschenkel machen wir sonst, ne? Genau. Kannst du mal ein bisschen drehen. Gut. Ja. Und. Ja. Ja. Und probierst das nochmal aus zur anderen Seite. Check. Ja, the hand in between of your glute and the heel. Ja, and you try to rotate it a little bit. And look in front of your opposite knee again. Ja, try to stretch. Yeah, Martina, give your eye to the left knee. Wo ist dein linkes Knie, Martina? Da vorne. Ganz genau, da. Lass den Nacken sich stehen. Okay. Oh, nimm das nochmal raus. Sehr schön so. Okay. Du kommst wieder nach vorne. Mhm. Entlastest die Füße. Give your feet into movement to release the stretch. Yes. We have a idea of your feet. And you don't see it. Mm-hmm. Yeah. Ja, wenn ich sage, mach mal gleichmäßige Kreise, da spätestens merkt man das, ob jemand den Zugang hat. Genau. Ja. Mach mal Kreise mit dem Fuß, nicht mit dem Bein, nur mit dem Fuß. Ja. I see my foot in the TV. But you don't. Maybe. Yeah, yeah. Check the other side. Yeah, this is connection brain and the far distanced foot. Does it work? You can congratulate yourself. Yeah. Okay. Good. All done. Lässt du das? Nimmst die Hände schön weit nach vorn, so dass du das rechte Bein einmal runterbringst. Rechts einmal tiefer. Mm-hmm. Yeah. Enjoy the stretch in the front. Yeah? You can always come up, go back, and you give the right leg down. And you stretch your body diagonally up. Yeah, that's it. You move with it. You play and speak with the muscles and the fascia. Yeah. Okay. You want to just follow their function and their range. Yeah, to the left side. Mm-hmm. The left arm. There's some shoulder work involved. Yeah, some pulsing in the arms. Mm-hmm. Yeah. And you come back. Wonderful. You open the knees a bit more. Mm-hmm. Last thing for calming. Mm-hmm. Yeah. Try to get long, but lower the heart, but give the heart forward in the floor. Yeah, try to keep the gluteal fold in the heels. Yeah, lass dich sitzen auf den Füßen und streck dich trotzdem mit dem Rumpf weit nach vorn raus. Versuch die Wirbelsäule in ein S vielleicht sogar zu nehmen. Ja, super, das ganz genau. Ja, und sehr schön. Kommst noch mal vor. Prima. Stellst die Füße auf, steckst die Zehen hinten, großen Zehen, ja, in den Boden, die nächstfolgenden, ja, und hebst die Knie langsam an. Läufst auf dem Platz, ja, walk on place. That's it. Aha. Dann versuche einmal, dich selbst ein bisschen auf die rechte Hand zu schubsen und zu merken, wie dir die Beine zur Seite drehen. Ja? Versuche mal aus der linken Hand, dich auf die rechte rüber zu schieben
Und wie dir die Fersen wie von selbst auf die Seite runterdrehen. Yeah. Let your heels hover down to the right by shifting the weight to the right out of the hands. Yeah. It's not that active. Yeah. That's it. Yeah. And try the same thing to the other side. You can observe and witness how the heels fall down to the side. Mm-hmm. So I don't say turn the heels down to the side. I say let your feet fall out. Let them fall out due to the gravity of the shifted weight on one hand. Yeah, just this. You could even follow this more and more to come into your gravity. Yeah, yeah. You can try. Let your heels fall. Yeah, maybe the outer leg slides back. Yeah, and you find into sitting, having good stretch in the back. Yeah, just this. Mm-hmm. And you fly up again. Yeah, come in. Good. Check to the other side. You give so much weight on the left hand that the right leg wants to go out and you sit down. Yeah, out of the mat. That's it. Yeah, yeah. And you play with the stretch in the back. You always this kind of soaring effect, yeah? With the Säge in der Hand. Yeah. Das. Schön. Dreh dich mal richtig rein in die Sache. Greif nach vorn. Ja, gut. Oh, krass, wieder rausgekrabbelt hier. Weit nach vorn und wieder rein. That's it. Keep it like this. Wunderbar. Ja. Bring den linken Fuß etwas mehr nach vorn unter den Bauch. Entlasse die Hände. Vielleicht wird es schwer manchem auf den Händen. Jetzt hast du Entlastung. Das linke Bein übernimmt mehr Gewicht. Nicht ganz so weit nach vorn. Gut. Dreh die Ferse einmal nach innen. Ja. Yeah. Die Ferse hier vorne einmal nach innen gedreht. Gut. Versuche jetzt das Bein ein paar Mal zu strecken. Ja. Wo jetzt die Muskeln und die Faszie etwas irritiert sind, dass sie hier strecken sollen in der unmöglichen Situation der Ausrotierung. Ja. Das gibt neue Gleiteffekte. Yeah, you're looking for new sliding effects when you have a full outer rotation and a pulsing stretch. That's very interesting for watering the leg. Yeah. Okay, gut. Und dann gibst du das wieder zurück. Sehr schön. Und stellst den Fuß nochmal weg. Schaust ruhig auf die Matte. Mhm. Gut, immer wieder laufen, laufen, Stretch suchen. Okay. Rechten Fuß nochmal etwas mehr nach vorn, unter dem Bauch. Ja, unter dem Bauch, direkt. Ja, yeah, under the belly. Und right heel, give forward. Ja, as far as it is possible for your outer rotation, for your hip joint. Ja, and then give some gentle pushes down into the floor. Ja, you bend and you stretch. You bend and you stretch. Maybe there's evolving a sound in your joints, yeah? And try to really feel the push outs of the foot against the floor. Maybe the hands are involved. Give the head to the left. Yeah, yeah. Oh, yeah. Oh, nimm das nochmal nach hinten weg. Sehr schön. Schlage die Hände rückwärts zu den Füßen. Mm-hmm. Ja, federe ein bisschen aus hier. Ja, versuche mal, den Körper federn zu lassen in seiner eigenen Qualität. Ja. Let the body swing out in its own dynamic. Yeah. Keep the head relaxed. Yeah. Good. Good. Und Arme sind relaxed, Schultergelenke, Ellbogen, ja, locker, locker den Körper auf, okay,
Oh, sehr schön. Und dann haben wir die Hände wieder entlastet und du gehst nochmal vor auf die Hände drauf. Mhm. Gut. Dreh die rechte Ferse nach innen. Ja, ja. Drehst die rechte Ferse ein. Ja. Turn the right heel in and the other foot keeps the position. And push the right leg into the floor. Ja. Bend the knee and stretch the leg. Pulsating. The one that is rotated. Ja, drück das Bein mal richtig ein paar Mal durch und schau, wie das wieder in deine Rippen hineinspielt. Kriegst du deine rechte Seite dadurch noch mehr in die Öffnung. The right ribs are going to expand. Yes. Und wunderbar. Und leg dich wieder zurück mit dem Fuß. Super. Dreh nochmal den anderen rein. Ja, das. Lass die Füße wirklich 90 Grad stehen und dann versuche, klarer dich auf den linken Fuß draufzustellen, während du stretchst. Ja? Versuch klarer die Fußsohle zu spüren. Feel the sole of the left foot and bring the leg backwards over the foot. Yes, that's it. And great. And come in again. Gut. Bring die Knie nochmal kurz runter. Sehr schön. Ja, Füße lang, ja, federe, gut, weit zurück. Ja, wir machen immer wieder kleine Breaks hier. Kommen noch so ein paar Geschichten. Gut, rechtes Bein nochmal nach außen raus. Mhm. Ja, schau mal, wie die Beweglichkeit ist des Knies hier. Ja, lass das Knie einfach mal so ein paar Mal schwenken. Ja, nicht schwanken, sondern schwenken. Sind nicht betrunken. Ja, vor und zurück. Und guck mal, was dein Rumpf dabei sagt. Ja, wenn du das machst. Gehen deine Rippen hin und her. Geht dein Kopf mit bei der Bewegung. Setzt sich die Bewegung energetisch durch. Gibt es einen Fluss in deinem Körper. Ja, this is flow. This is Vinyasa, what we do now. Okay. Und gut. Wunderbar. Und dann nimmst du das Bein nochmal zurück nach hinten. Schiebst wieder zurück. Entlastest immer wieder mal die Hände. Okay. Mhm. Gut. Ja, auch hier merkst du die Bewegung, die sich durchsetzt. Wenn du den Po runterlegst, geht der Kopf runter. Wenn du hochkommst, geht der Blick nach vorn. Mhm. Ja. That's it. Okay. Komm in eine Mitte. And left foot out to the side. That's it. And just giving the movement from inner flank to outer flank of the foot. Moving the knee, giving weight to one hand to the other hand. Mm-hmm. Just this. You observe how the full body is engaged. When you move the knee forward and backwards. Gut. Ja, und dann bewegt das Knie nochmal über den Fuß und zurück. Ja, nochmal eine andere Geschichte, wenn du das Knie gleiten lässt, sodass es den Fuß sozusagen überschattet. Ja, genau. Da. Wunderbar. Ja, nochmal eine andere Geschichte von Bewegung. Wenn du das Bein streckst, ist der Kopf links. Ja, gut. Okay. Und dann, linkes Bein nochmal zurück. Prima. Feder nochmal zurück. Wunderbar. Und du stellst die Füße auf, kommst wieder hoch. Mhm. Ja, findest deine volle Präsenz hier schon. Ja, volle Präsenz. Das bedeutet, dass du Hände und Füße gleichzeitig spürst. Dass du insgesamt eine Aufgespanntheit spürst in der Sache. Ja, du hängst nicht in deinen Schultern, die sind weit auseinander. Dein Rumpf ist offen, auch nach hinten oben. Du hängst nicht drin. Ja, okay. Und dann lass deine Ferse nochmal nach links fallen. Mhm. Und bring den linken Fuß unter dir nach rechts durch. Auf den Boden. Geh mal, ja, geh ruhig mal andersrum, Martin. Ja, linke Hand ein bisschen öffnen. Yeah, you do. Okay,
Und der Fuß versucht, sich ganz in die Sohle zu bringen. Ja? Versucht das ein paar Mal, den Fuß ganz auf die Sohle zu stellen. Ja, gut. Okay, rechte Hand geht auf die linke. Ja, einmal schön weit rüber. Ja, stretch. Yeah, right hand gives pressure on the left and you push yourself back onto the foot. Yeah, keep the full foot in the floor. Yes, that's it. Good. And then bring the right foot in front where the right hand is actually. The right foot. Yeah. And the left foot to the side. That's it. Bounce here. Maybe nearby the same situation as you had before. Yeah? With the rotated foot. Okay. Good. Dann bring den linken Fuß wieder von hier zurück. Einmal auf die rechte Seite. Der linke Fuß. Left foot to the right side. Both feet in one line. Both feet in one line. Yeah. And now you bring the right foot to the left back. And you have a cross leg position. Yeah. That's it. Yeah. Push the. Try to find a sense of touch in between your thighs. Yeah. Try to rangeln ein bisschen. Yeah. Rangeln etwas. Mit den Beinen da. Ja, wer hat mehr Kraft hier von den beiden Beinen? Ja, das eine will vordrücken, das andere ein bisschen zurück. Gut, okay. Schau noch mal ein bisschen nach vorne, mach die Füße vielleicht ein bisschen dichter. Gut, und dann machst du einen Hop und springst raus aus der Situation in die normale Form. Ja, kleiner Hop raus, hopp, ja. Und landest wieder. Gut. Lässt die beiden Füße nach rechts fallen. Beide Fersen rechts. Linker Fuß geht raus. Rechter Fuß geht raus. Right foot to the side. Give some imprints into the sole of the foot. Yeah, just this. Give good pressure into the bouncy sole of the foot if you have one. Yeah, when I was in my hometown, I was giving massage to the feet of the people. They were like iron, like Bügeleisen. So, and the how they walk, it is exactly like this, like Bügeleisen an den Füßen. Ja, versuche deine Fußsohle zu pulsativ anzusprechen dort. Gib Gewicht drauf. Ja. Dann löse gern den anderen Fuß und gib die linke Hand auf die rechte von oben drauf. Versuche den Po wegzuschieben nach oben. Ja, das. Ja, ja, schieb dich raus. Ja, drück das Bein schön durch. Gut. Linker Fuß nach vorne stellen. Sehr gut. Rechtes Bein nochmal wegstellen nach hinten. Linkes Bein stretchen, rechtes Bein. Das. Der Vorteil all dieser Positionen ist, dass dein unterer Rücken sehr entspannt ist jetzt. Er trägt nichts in all diesen Sachen. Ja? Er trägt gar nichts. Die Lendenwirbelsäule ist vollkommen frei und kann sich bewegen. Kein Druck mehr da unten. Deswegen gibt es diese Hundevariationen. Ja? Okay. Oh. Rechter Fuß geht nochmal zurück auf die linke Seite. Du stehst jetzt voll auf der linken Seite. Wenn die Hand schwer wird, entlaste sie. Rechts. Ja. Ja. You have to go on one side. Ja. Both feet. Yes. Give the feet down. Foot down. Ja. Okay. Und dann kreuzt du wieder die Beine, bringst das linke Bein vor das rechte raus. That's it. Linke Hand vorn. Ja. Give some quick changes from hand to hand so that you have release in the palm, yeah, this, okay, good, and one more, try to get more dynamic in the legs, push them forward, push them back, yeah, this, push forward and back, great, yeah, and from here, give a jump out of the thing, yeah, release the legs out. Yeah.
Yeah, go slow. Good. Yes. You can keep yourself in the air as long as you like. Good. Push back. And bring your knees down. Wonderful. Good. Füße noch einmal lang. Mm-hmm. Yeah. Feel your upper torso going out of your waistline, going away from the waistline. Mm-hmm. Gut. Gut. Setz dich nach hinten rechts weg. Ja, nach hinten rechts weg. Linker Arm ist entspannt. Ja, setz dich ein bisschen weiter nach rechts weg. Lass den linken Arm ein bisschen durchgucken hier unten, weil es bequemer so ist. Ja, das. Mm. Gut. That's it. Oh. Wieder aufgestellt. Wunderbar. Einmal zur Gegenseite, nach links weggesetzt. Die rechte Hand lässt du einfach los. Du kommst schön nach hinten auf die linke Seite. Genau. Setz dich darauf, auf den Fuß. Kopf weit nach rechts. Genau. Und rechte Hand nochmal vorn. Und dann nochmal nach hinten rechts. Und jetzt schiebst du die linke Hand gleich weit durch, wenn du dich auf die Knie bringst. Das. Der Vorgang hier, Matthias, dass du eigentlich erst gerade bist, der Arm schon die Richtung hat, und wenn du dich von den Füßen löst, rotierst du in die Sache rein. Ja, das ist organisches Üben. Ja? Du machst das nicht so ad hoc, sondern du drehst dich wie eine Schraube ins Gewinde. Ja, nach vorn. Gut. Das. Sehr schön. Und wieder vor. Ja. Das. Ein paar Mal. Gut. Gut. Und wunderbar. Und kommst nochmal raus. Prima. Mhm. Gehst auf die linke Seite mit dem Po und schleifst die rechte Hand diagonal durch den Arm durch und drehst dich langsam auf. Ja. That's it. Nochmal. Gut. Ja. Und mhm. Gut, ja, immer wieder, du kannst auch völlig öffnen, ja, it's your time, it's your body, what do you need, ja, okay, und great, and come out again here from this movement, yes, and bounce forward and back. Yeah, you're loading up energy and you bounce. Yeah. Yeah. Okay. Get your feet in the floor and come up again. Mm-hmm. Great. Good. Both heels fall to the right. Lass die Fersen nach rechts fallen. Good. Der linke Fuß geht nochmal außen herum. Yeah. Die linke Hand ist freier. Yeah. And then push yourself over the right hand, yeah? Go deeply back and push yourself far out over the right. Let your head look down to this hand. Mm-hmm. Turn your feet out a bit, yeah? And then try to look to the floor, to the floor. When you turn up your torso a bit to the sky, yeah? Yeah. Let your eyes be open down to the floor when you turn. Yeah. You're not looking in the sky, you're looking down to the floor. Good. And you get in with the left hand, right hand, release, yeah, and you come back. Good. Let your heels fall down to the other side. Mm-hmm. Yeah. You can kneel down for a second. Mm-hmm. We try to interrupt. There's no automatic behind. Yeah, you can stay a moment here open and try the same thing with a kneeling pose.
Open up forward and back. Yeah, and try to. Lass den Arm entspannt da vorne. Martina, lass ihn mal runter vorne. Yeah, that's it. Yeah, the arm is very easy. It follows. Good. Yeah, and maybe you go same thing that you give the right leg out. Mm-hmm. You turn the foot in, out. And you try to rotate with eyes in the floor. That means your neck is long. Yeah, but sometimes, a few times. Yeah. Mm-hmm. Good. And then right hand back, left hand releases, and come back. That's it. Yeah. Keep this. Walk from hand to hand, release your hand. Good. Okay. Mm-hmm. And we jump back into the crossed legs. Right leg in front of the left one. Yeah, just easy. Yes, that's it. You have a wide stance. Yeah. And you bring the right leg out to the side and up. Yeah. Out to the side and up. Try to get the knee out and up. Mm-hmm. Yeah, and look, when you do this, the knee forward and the knee up, what the torso is doing. Yeah, when you give the knee up, is there a stretch in the torso towards the left hand? Do it a few times that you can notice it. Yes. Mm-hmm. Yeah. Okay, this, bring this leg to the left again, yeah, cross again, mm-hmm. And get the left knee out to the left, mm-hmm. And once more, try to open up the knee to the sky and feel the stretch that is involved towards the right hand, just this. Your head is relaxed to the right shoulder. Yeah, move it and feel what the movement is doing. Okay, good. Oh, left leg to the right, great. Get both knees down here into each other. Mm-hmm. Yeah, when you come down out of the cross legs, you are in Gomukhasana. That means you sit in between the two. Okay, you don't need to. Good. Bring das Knie, was du hinten hast in diesem Falle, nach vorn. Lass das raus und bring's nach vorn und fädel es ein. You need to curve out, Martina, the back as much as you can, that you have much space underneath. Yeah? Now do it again, backwards. Try to get this out and bring it back. Yeah, enter the body. Good. Once more, you have much space when you push your hands down and you let your shoulder blade slide out and you get the foot back and you go diverse as you can into the new form. Then you move. Yes. And then you can open up the chest again when you are here. Yeah, then you can open up, Martina. When you have it, then it's okay. But in the moment when you need space, you look down, you know, but then you go up again. Okay. Try with the other foot. Yeah, the back leg
is coming out, you go big range if you like, and you give it through. Ah, that's it. And give another walk. Through, yes. Yeah, move from side to side. Move from side to side, yes. Give, imprint into the calf, sit onto your calf. Yeah, that's it. And one more if you can. Get this foot through your arm and, yeah. It's about the flexibility of your spine. Ja, point the foot, wenn du das machst. Point the foot. Martina, wenn du den Fuß lang machst, wenn du das machst, vielleicht geht's besser. Yeah. Good. Okay. Gut. Fang hier. Füße aufgestellt und komm hoch. Du stehst sehr dicht zu den Händen. Die Füße, die Knie gegeneinander vielleicht. Ja, du bist sehr dicht. Voll. Vielleicht noch ein bisschen voll. Vielleicht kannst du die Hände fast gegen die Füße bringen und trotzdem tiefer neigen. Ja, try. Ja, we have never done this maybe before in our lifetime. Do it again. Very near, you see. Ja, yeah? Very near. Ja. Yeah. Good. Wonderful. Good. Good. Und dann gib mal ein bisschen bequemeren Abstand. Beug die Knie, ja, feder ein bisschen rein und dann einmal ein Hopp in die entgegengesetzte Richtung. Hopp und nochmal landen. Hopp und ja, yeah, und ja, yeah. Manche machen es mit Zwischenhopp, sehr interessant. Ja, hopp, hopp, wie die Kinder bei der Springhops. Genau, hopp, 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 hopp. Ja, yeah. It's a lot of release for the lower back. Oh, hopp. Hop, 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 hop. And back to the normal position. Good. Good. Bring the right knee to the nose. Forward. Yeah, a few times again. Rebecca, let's go. Right knee, right nose. Yeah. The tentacle. Gut. Rechtes Knie mal zum linken Arm. Touch. Rechtes Knie zum linken Arm. Touch. Few times. Der Unterschied ist, wir müssen da nicht rauf. Du bewegst das und guckst, wie der Rumpf dreht, wie der Rumpf rotiert dabei. Ja. And then get the right leg out to the left. Once more. Yeah, and bounce in the knees, yeah, bounce in the hands, yeah, and get the right foot back, and get the left knee to the nose, yeah, the leg of tentacle. Is it a word? I don't know. Yeah. Okay. And then to the right arm. Yeah. Just this. Yeah. Okay. And then out to the right. Just this. Far out and bounce in the knees. Always try to find into movement. That's it. That's it. That the body can reorganize by itself when you lay down very soon in Shavasana. Everything is will be released and can find into gravity. Good. Okay. And you come back. Wonderful. Bring your knees down. Good. Look forward and up, yeah, and get your heart forward and up, yeah. Keep your pelvis relaxed. You're not pressing the belly down. You keep your heart forward and up, yeah. That's important. You're not
pushing so much. You just push your hands down, that's all. Yeah. Bouncing the elbows nevertheless. Okay. Good. Come back. Sit down again. Great. Good. Kannst du zwischen die Füße kommen? Yeah. Can you sit down a bit deeper? Yeah. Find your place. Find your place there. Yeah. Mm-hmm. Get your right hand again very near to the butt. Backwards. And open up a bit more. Look back in this case. Yeah. Mm-hmm. Okay. Yeah. Do you feel contact in between arm and torso as in a chair? Can you bounce a bit into this hand? Mm-hmm. Let your head hang down backwards. Give the weight of the other arm free. Yeah. Just find into a witnessing mind. Okay. Oh, nimm das raus. Sehr schön. Guck nochmal zur anderen Seite. Du kommst mit dem Handgelenk, mit der Handwurzel dicht an den Po. Ja, und dreh es nochmal ein bisschen. Ja. Try to find your stretches into the neck, into the right shoulder too. Yeah, look back. Yeah, lean into this arm. Mm-hmm. Yeah. Uh-huh. Just fill your time with sensing. Okay. And come back again. Good. Reach out with your arms. It doesn't matter whether you sit on your feet or on the floor. Don't quäl dich nicht rum. Genau. Ja? Lass das Becken etwas nach vorn kippen. Lass die Arme nochmal raus. Sehr schön. And then give some stretches and observe the breath. Beobachte die Atmung. Okay. Na, du atmest wahrscheinlich ein, wenn du dich mehr reckst. Kannst es aber auch andersrum probieren. Gut. Und sehr schön. Lass es nochmal raus. Sehr gut. Und release. Let your breath just flow and receive you. Your skin is relaxed, your face is relaxed, your brain is entspannt. Mm-hmm. Right on. Then you walk out of the pose. Find a way, not with effort, you go out. Yeah? You try to lean maybe forward. Yeah? Lean forward and you look for the lifting of the butt. Yeah? Try to do it kind of organic, in an organic way. Yeah? Maybe not too straight. Not too straight. Yeah? And stretch one leg out. To open the knee and to release the knee and the foot joint. There's a big stretch in knee and foot in Virasana. And the other leg. Allow yourself these moments of recreation. Yeah, when the water and the blood can go through the joints. Okay, great, good. Und dann beide Knie nach rechts fort. Sehr schön. Linker Arm lang nach vorn weg. Mm-hmm. Stretch. And the right leg in the air again. Rebecca, help me with this word. Tentacle. Or tentacle. What is it? Tentacle? Okay. Yeah. Mm-hmm. Yeah, I feel this leg is a bit like
the end of a jellyfish. Yeah. Try to water the joint by the diversest, the most diverse movements. Yeah. To explore the range of itself. Good. Until you bring the foot in the foot, in the sole of the foot again. You see, I'm pronouncing but the sole of the foot as a water, as a level of water. Yeah, can you feel when you bring the foot back in the floor that it has a quality of liquidity? Yeah? That's why I give a lot of massage in there. And then let the right hand slide out. Yeah, a few times you let the right hand slide out in the opposite way. Having the knee up to the ceiling. Ja, jetzt nochmal mit der Martina mit der rechten Hand nochmal in die Drehung gehen. Nach links. Nein, du machst gut. Nach der Wand. Das rechte Knie lässt du stehen. Und trotzdem geht die Hand weit nach rechts raus zu dieser Tür. Yes. Yeah. Lass das Knie nochmal stehen. Und dreh trotzdem die Brust auf den Boden. Okay. Das geht natürlich nicht, was ich sage. Und trotzdem machen wir es. Okay, und dann kommst du auf den Rücken. Ja, lässt die Arme nochmal nach oben gehen. Das ist immer schön für deine Schulterblätter, wenn du die Arme mal rauslässt mit entspannten Fingern. Ja, und du kommst in die Mitte auf deine Wirbelsäule, weil du ja die Schulterblätter etwas rausziehst aus dem Rumpf. Ja, gut. Und dann bringst du die Füße in den Boden, deine weichen Sohlen. Und setzt den Körper etwas zurück in die Mitte der Matte. Lässt den rechten Arm lang nach hinten weg. Spür die Öffnung, die das ergibt. Ja? Und roll dich nochmal auf die rechte Flanke. Gut. Das linke Bein ist der Tentacle Leg. Ja? Das linke Bein nochmal bewegen, ohne dass du unbedingt hinschauen musst dafür. Mach nochmal ein paar Bewegungen. Du merkst, dass der Rücken sich wieder involviert in die Sache. Ja? Wenn du das Bein in verschiedene Richtungen gibst, weil das Becken sich ja bewegt. Nee? Oh. Genau. Guck, wie groß ist deine Idee von dir selbst? Okay. And finally, you bring the foot down into the floor a bit backwards so that you feel you have a contradictive move in the foot, in the leg, in comparison with your arm. Yeah? The left arm slides out and you maybe roll from side to side, giving yourself into gravity. And into stretch. Yeah, to a equal amount gravity and stretch. Yeah. Good. Water. Lässt du das auch nochmal. Kommst nochmal mit den Armen raus und stellst die Füße auf. Beide. Aha. Bringst den Körper nochmal in die Mitte rein. Stellst die Füße auf und hebst den Po an, lift the butt up a bit and bring the pelvis towards the feet. You have a long spine in the floor. A long spine in the floor now. Yes. And you lift up the feet a bit, you feel the full lordotic curve in the floor. In full gravity. Yeah, and you give some gentle massage into the lower spine. Yeah, you can move your knees doing so, or you can move the pelvis.
Yeah. And then there's one very interesting thing for the lower back. When you move your knees up in opposite way, yeah, just try this. Move your knees. They meet in the middle and then they go in the different directions. Yeah? And they always slide onto each other in the middle. You go and you do both sides. Yeah. And you can observe the contact of the lower back to the floor. The more you observe, the more meditation is possible. Because you're even more concerned with the real fact of the now, not with thoughts. Okay, that's it. Good. Und dann stell die Füße nochmal auf den Boden hin. Ja, gib ein leichtes Schlenken der Füße, ein leichtes Bewegen hin und her, dass du deine Fußsohlen nochmal klarer wahrnimmst. Mhm. Ja, die Knie in der Schwerkraft fallen nach außen. Gut. Ja, der Glut kriegt Massage. Give massage to the glute by doing so. Yes. Okay. And then keep it in the middle. Get the spine into the floor. And give the legs out. Yeah. And I would like to encourage you to bring your hands this time onto your heart, onto each other, onto the heart. The elbows fall down to the floor. This is the real Shavasana thing. Yeah. And you feel your hands having warmth and temperature, and you will feel now that the temperature is increasing, having both hands onto each other. Yeah. It's about temperature, having hands onto each other for a while. Enjoy Shavasana. Relax your elbows into the floor. Relax your shoulders into the floor. You feel the complete body at once. The complete body at once. You feel that energy is never separated in one part of the body.
is perceivable throughout the whole. And maybe you can break through the border of your skin and go out into space, perceiving the energy of the whole. This process beginning in your own and it is expanding out beyond you. Hopefully you find into a moment when you actually can't or don't want to move anymore. You are so full of presence. That there is only the wish or the desire to perceive this presence, not to disturb it, just to enjoy being whole, to have found into unity of mind, soul, and body. You are not acting out the problems of your childhood anymore. All the things that happened because of a surrounding of a lack of empathy. Now you're back in the self. Completely empathic.
because all the wounds are closed. You're going to override all the wounds and hurts by contemplating presence. This is the main idea of yoga. And with the without any effort, keeping presence, you slide onto your flank, onto the side of your body. Maybe you're not changing anything, but you find yourself into the side position of your body. Can you just slide the form into another position, keeping presence? Do it as gently and subtle as you can, so subtil und anstrengungslos, wie du kannst, dich auf eine Seite zu legen und den Geist dabei zu beobachten, dass er da bleibt, wo er ist. In der Präsenz, in der Wahrnehmung der Präsenz. And same way you find into a meditation pose, into a sitting. Because we want to spread out this experience of presence into the world by our doings. Our actions. Witnessing that there is a state of empathy. That we can spread out. And you connect your hands in front of your heart. And you always enter again and again and again into presence. Let the air out of the parachute in your head.
complete silence. The breath is nearby stopped. I just say namaste, thank you very much, danke schön.